Ja, zuerst mal Glückwunsch an Saarbrücken. Wir haben heute versucht, Saarbrücken zu ärgern. In der ersten Halbzeit wollten wir sehr defensiv stehen. Hatten uns zwar nicht vorgenommen, so viele Ecken gegen uns zu kriegen, das wollten wir vermeiden, aber es waren doch recht viele. Trotzdem bin ich noch glücklich da gewesen, dass wir sie so gut verteidigt haben, dass also nicht so viel passiert ist. Dann passiert irgendwann dieser individuelle Fehler von Benjamin. Passiert, sowas kann passieren, geht es auch mit 1-0 in Führung. Und irgendwann wussten wir, dass wir aufmachen müssen. Wir haben in der zweiten Halbzeit zuerst noch defensiv angefangen, wollten dann aber ein bisschen mehr Druck machen und haben uns auch Torchancen erarbeitet. Leider keine gemacht und so ist es dann. Ich glaube, wir haben zu letztem Jahr wesentlich mehr Torchancen hier gehabt, haben letztes Jahr bei 1-0 gewonnen und diesem 1-0 verloren, kann man sich nicht verkaufen. Müssen wir weitermachen, wir haben eine junge Truppe und ja, jetzt gleich noch das nächste Spiel. Dementsprechend können wir da schon mal zeigen, ob es dann irgendwann den Punkt hat. Danke. Ja, erstmal herzlichen Dank für die Glückwünsche, die nehme ich gerne an, weil ich kenne die Bilanz vom letzten Jahr auch gegen Worms und von daher sind wir schon 3 Punkte weiter. Die sind hart erarbeitet. Wir haben uns schon ein bisschen gewundert, weil wir Worms als spielstarke Mannschaft eingeschätzt haben und dass sie sich in der ersten Halbzeit so eingeigelt haben. Trotzdem denke ich, zeigt die hohe Zahl an Ecken, dass wir schon versucht haben, sehr, sehr viel Druck auszuüben. Sie haben versucht, über die Flügel Situationen zu erspielen, wo der letzte Tick einfach hier und da mal gefehlt hat. Andersrum haben wir uns natürlich auch vorgenommen, gerade den Spielaufbau von Worms immer wieder zu attackieren. Wir haben da schon einige Szenen schneiden können von vergangenen Spielen. Und haben genau so eine Szene dann auch das Tor gemacht. Das freut mich natürlich für die Truppe. In der zweiten Halbzeit glaube ich, dass wir ein bisschen zu abwartend gespielt haben. Wir hätten ein bisschen gieriger auf das zweite Tor sein müssen. Aber trotzdem nach hinten, bis auf 2, 3 Sachen, Bälle, die durchgerutscht sind, glaube ich auch, dass wir recht souverän im Defensivverhalten gespielt haben. Dass es dann zum Schluss ein Kampfspiel wird, war doch schön für die Zuschauer. Das ging immer schön hin und her. Aber es zeigt halt auch, dass wir durchgängig eben noch nicht so diese Stabilität haben, an der wir natürlich weiter arbeiten wollen. Wichtig ist, wir haben die Punkte, wir haben jetzt 7 Punkte nach 3 Spielen, also damit kann man, denke ich, recht gut leben. Dankeschön.